Ich habe 8 Jahre Wohnung in Ostfriesland hinter mir und deswegen weiß ich, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unangemessene Kleidung. Da macht man immer diese Knöpfe. Ja, sehe ich schon. Genau. Morgen. Morgen. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier an der Station Verwundetennest. Im NATO-Jargon wird das CCP genannt, Casual Collecting Point. Und wir befinden uns jetzt hier 300 Meter nordwestlich der Feindlinie. Hier sind Gefechtshandlungen und hier im Zuge dieser Gefechtshandlung werden jetzt Verletzte hier an diesem CCP angefahren. Diese Verwundeten wurden am Ort der Gefechtshandlung, wo die Verwundung eingetreten ist, im Rahmen der Selbst- und Kameradenhilfe vorbehandelt und werden nun hier bei uns am CCP entsprechend weiter versorgt. Herr Axel. Hierzu haben wir am CCP sogenannte Ersthelfer Bravos. Das sind weiter geschulte Kameraden im Rahmen der Ersten Hilfe, die auch befugt sind, Flüssigkeitsverluste entsprechend aufzufüllen. Es wird hier aktuell ein sogenannter Bodycheck durchgeführt, um eben alle möglichen Arten der Verletzungen rechtzeitig zu erfassen. Rankommen, wir holen sie rein, Kamabo! Damit den Verwundeten die richtige erste Hilfe zugewiesen werden kann. Hier vor Ort wird dann eine sogenannte Triage durchgeführt, was bedeutet, die Verletzten werden entsprechend ihrer Verwundetenmuster kategorisiert. Diese sind das Verletzungsmuster Alpha, das bedeutet, das sind die Schwerstverletzten, die sofort abtransportiert werden müssen, um eine erste chirurgische Notfallbehandlung zu erhalten. Dann gibt es die Kategorie Bravo, das sind die Verletzungsmuster, die insofern stabil sind, müssen selbstverständlich weiter beobachtet werden und werden dann ebenfalls so zügig wie möglich abtransportiert. Im Weiteren gibt es noch die Kategorie Charlie, was bedeutet, das sind eher leichtere Verletzungen, die selbstverständlich betreut werden müssen,
aber nicht sofort abtransportiert werden müssen. Nils, beim Bravo! In dieser Location hier haben wir die Möglichkeit, entsprechend der vorgenommenen Triage die Verwundeten der Kategorie Alpha, Bravo und Charlie jeweils getrennt weiter qualitativ zu versorgen. Ja, du kommst gleich raus. Wie Sie hier sehen, ist es essentiell, dass die Verwundeten immer in Kontakt mit den Ersthelfern sind, dass die eben wahrgenommen werden und in dem Fall weiterhin auch psychisch betreut sind. Ihr, die Kameraden, die Sie schreien hören, sind die eben erwähnten Charlie-Patienten. Die haben wir einen psychischen Schock, einen Fingerabriss sowie ein Knalltrauma, die ebenfalls, wie erwähnt, entsprechend versorgt werden müssen. Nachdem auch hier der zweite Verwundete entsprechend stabilisiert wurde, wird auch dieser in einen entsprechenden Raum der Kategorie Bravo weitergeführt, um dort für den weiteren Abtransport vorbereitet werden zu können. Wir sind jetzt in Erwartung eines GTK-Boxers in der Sanitätsversion, um eben hier den ersten qualitativen und geschützten Abtransport sicherzustellen. Dieses Übergabegespräch ist ebenfalls NATO-standardisiert, sodass in jeder Nation vom selben gesprochen wird. Auf Deutsch sage ich mal, was ist wie wo passiert, welche Art der Verwundungen sind hier vorliegend, beziehungsweise welche Versorgungsmaßnahmen konnten bisher hier am CCP vorgenommen werden. Bis zum Eintreffen des GTK-Boxers werden die Kameraden selbstverständlich weiter betreut, versorgt, die vorgenommene Triage immer wieder überprüft, ob die Kategorisierung noch so stimmig ist, dass sich verständlicherweise der Zustand der Verletzten immer wieder verändern kann. Er kann stabil bleiben, er kann sich verschlechtern. 1 ist hier auf diesem Boxer ein Notfallsanitäter mit vor Ort, der dann hier die weitere qualitative Erstversorgung übernimmt im Rahmen dieses erwähnten Übergabegespräches mit den Ersthelfern Bravos hier vor Ort. Auch dieser Notfallsanitäter überprüft nochmal die vorgenommene Triagierung und legt dann die Abtransportreihenfolge fest zur nächsten Behandlungsebene. Dies ist umso wichtiger, um eben festzulegen, wer wird als erstes wieder aus dem Boxer entnommen, um der nächsten medizinischen Behandlung zugeführt werden zu können. Dieses wird, wie erwähnt, hier vor Ort den Notfallsanitäter nochmal in Augenschein genommen, entsprechend überprüft, gegebenenfalls verändert. Parallel wird hier, wie Sie sehen, dann die entsprechenden Tragen vorbereitet, um die Verletzten entsprechend dann im GTK-Boxer zu verbringen. Ich
kommentiere. Anhand der Triagierung des Notfallsanitäters wird der zunächst kategorisierte Bravo-Patient als erster Abtransport festgelegt. Das macht dahingehend Sinn, dass selbstverständlich der Alpha-Patient als zweites eingeladen wird, um eben an der nächsten Behandlungsebene der sogenannten Rettungsstation auch als erstes wieder aus dem Boxer herausgenommen werden zu können. Ich sag an, 3, 1, 2, 3. Ganz wichtig ist hierbei, dass einer aus dem sogenannten Trägerkommando das Kommando erteilt, dass eben gleichzeitig an allen vier Enden die Trage nach oben bewegt wird, um hier unnötige Schwankungen zu vermeiden. Ich muss helfen! Bleib sitzen! Wo geht die hin? Was? Der hier nun ersichtliche Alpha-Patient hat eine sogenannte multiple Verletzungsform. Er hat ein stumpfes Bauchtrauma, eine offene Unterschenkelfraktur, ein Schädelhirntrauma sowie einen Schock in dieser Verletzungsform. Also er hat mehrere Verletzungen zugleich. Deswegen die Kategorisierung nach Alpha, da dieser Verwundete die sofortige, umgehende, weitere chirurgische Versorgung benötigt. Nachdem nun die Verwundeten in den Boxer verladen wurden, werden diese an die nächste Behandlungsebene, ich wiederhole, der sogenannten Rettungsstation, zugeführt. An dieser Rettungsstation haben wir dann auch die ersten Ärzte zur Verfügung. Wir müssen innerhalb von 60 Minuten einen Baumplatz aufgebaut haben. Dementsprechend haben wir 9 Personen, 9 Soldaten oder Soldatinnen hier auf der Rettungsstation. Davon sind Ärzte, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter. Wir haben einen ballistisch geschützten Container. In diesem können wir intensiv medizinisch einen schwerverletzten Patienten behandeln und versorgen. Ebenso unter dem Zelt die Möglichkeit, dasselbe zu tun, plus 3 weitere Patienten, die leichter verletzt sind. Alles wird durch den Triagearzt hier vor dem Zelt triagiert. Sollten es mehr wie 5 Patienten sein, muss der Triagearzt entscheiden, wer wird als erstes behandelt. Leider gehört auch hierzu, dass wir dies hier hinten zu sehen, an der Versorgungspalette, die uns Strom gibt, die Patienten es leider dazu kommen wird, dass Patienten durch unseren Triagearzt
als nicht mehr so. Ich sage es Ihnen, glaube es ist tatsächlich so, wie es werden Patienten bei uns leider sterben, dementsprechend auf den blauen Ablageplatz gebracht werden müssen, weil wir hier nicht die Kapazität haben, großchirurgisch eingreifen zu können. Was kann das System? Das System leistet mit seinen 4 OPs 40 Operationen am Tag im rückwärtigen Brigaderaum im Einsatzfalle. Wir behandeln mit den 12 Stationsbetten 24 Intensivpatienten pro Tag, das heißt einen doppelten Durchlauf pro Bett, und brauchen dafür insgesamt dann, wenn wir es aufbauen, ca. 72 Stunden mit einem 24-7 Aufbau auf einer Fläche ca. so groß wie ein Fußballfeld. Aber das System hat sich bewährt in ITM, also im Krisenmanagement. 190 Soldaten finden Sie insgesamt, wenn das System in Betrieb ist, am System, im System am Arbeiten, davon ca. 40 Ärzte, die vor allem aus den BWKs kommen. Da gibt es einen festgelegten Algorithmus. Das werden wir jetzt bei diesem Patienten sehen. Der Dr. Bosfeld ist hier der leitende Arzt der Sichtung, der das Ganze organisiert und vor allen Dingen den Überblick behält. Das werden Sie jetzt gleich sehen, wie der Patient angeguckt wird. Wir haben dafür in der Regel 1 bis 2 Minuten Zeit. Es geht aber nicht um die Übergabe, Die anderen Patienten wurden jetzt im Lauf geschichtet, zusammen letztlich kategorisiert, und wir haben 5 Patienten gestellt. Wer geht mit dem in die OP? Und dazu ist eben ein ganzes Team erforderlich und eine vernünftige Ausbildung. Ja, dann würden wir Sie gerne in die Klinik begleiten.
Patienten, lehnen uns liebevoll über die Patienten. Ja. Und dann sehen Sie mich wunderbar, die Rippen aufgeklärt sind. Ich werde es lösen, ich habe das schon kommuniziert. Du musst dich durchschlagen. Genau, du hast dich gerichtet. Ich werde mir die Vorhaben und die Zeit zu nutzen. Und dann schauen wir, wer das geht. Und unser zentraler Pflegemanager. Ja, was Sie hier sehen, ist jetzt das, was wir eben schon besprochen haben, Stichwort Lebensqualität. Das Überleben haben wir jetzt gesichert. Das heißt, uns stehen die Leute zum Teil in die Nacht. Das heißt, die Nacht waren kaputt klein. Damit wird sie hoch belastet. Dann steigt der eine oder andere dann auch noch aus. Und so ist das eine Darmspirale. Jetzt geht es nochmal für Sie in die Action. Und zwar wollen wir Ihnen jetzt zeigen, wie der Patient Dann haben wir diese Backen hier, die befestigt werden, die auch so unterschiedlich groß sind. Die kommen jetzt hier an die Seite. Und da sehen Sie, dass wir hier nochmal ranklicken. Und wir würden da wieder Pressestatement gehen und schon mal vorbereiten. Das mache ich aber nicht in dem Aufzug. Vielen Dank. So, mit so einer schönen Truppe hinter mir habe ich auch noch keine Pressestatement gemacht. Vielen Dank für die Fragen, frohes Weiterarbeiten und bis zum nächsten Mal. Ja.